www.fernetz.de. In das grüne Buch trägt er alles ein, was er wissen muss zu Tieren, ob sie groß sind oder klein. Tief im Wald, ob unter ganz versteckt. Die wilde Lichtung Nummer 5, der ist sich entdeckt. Er weiß genau, was euch gefällt. Kommt in den Onyx für die Welt. Olli, von so wenig Lebensmitteln kann selbst ich nichts Leckeres zu essen kochen. Muss man eben einkaufen gehen? Mann, du musst einkaufen, du! Ich? Wieso ich? Ganz einfach, weil du dran bist. Ich sehe den Zettel zum ersten Mal. Ach, Olli, der Zettel hängt seit Jahren dort. Also wirklich, so kann das einfach nicht weitergehen. Okay, vielleicht hast du ausnahmsweise recht. Ja, davon wird der Kühlschrank auch nicht voll. Eigentlich schon komisch, dass bei uns nichts funktioniert. Wir sind bloß zu zweit. Ja. Ameisen aber leben zu Tausenden zusammen und trotzdem weiß jede genau, was sie tun muss. Das stimmt. Ich habe mal Ameisen gesehen, die sind in Reih und Glied marschiert und haben Salat nach Hause getragen. Da hat sich keine gedrückt, so wie du. Du meinst Blattschneiderameisen, ja. Die transportieren Blätter in ihr Nest. Aber warum? Ja, warum wohl? Weil sie gern Vorrat in der Küche haben. Aber die Ameisen könnten die Blätter doch auch sofort essen, wenn sie noch frisch und knackig sind. Ja, okay, mag sein. Im Moment ist mir das aber völlig egal. Mir aber nicht. Ich müsste das wissen und ich werde das rausfinden. Am besten, ich mache mich mal gleich auf den Weg. Auf den Weg wohin? Ja, nach Stuttgart, in den Zoo. Da kenne ich einen super netten Ameisenexperten. Ja. Du willst dich doch nur wieder vor dem Einkaufen drücken. Du, ich kaufe morgen ein, ganz bestimmt. Mhm. Ja, hier müsste das Insektarium sein. Hallo Olli, hinter dir. Oh, hallo Wolf. Das ist Wolf. Er arbeitet hier in der Stuttgarter Wilhelma und kennt sich super mit Ameisen aus. Hast du dich verirrt? Ich? Nö, ich hab nur kurz mal den Überblick verloren. Wieso passiert das eigentlich nicht Ameisen andauernd? Es liegt unter anderem in ihrem feinen Geruchssinn. Ameisen riechen, wohin sie gehen müssen? Ja, die haben ganz viele Duftdrüsen über den Körper verteilt und können damit ihren Weg oder die Ameisenstraße markieren. Verstehe. So finden Ameisen immer wieder zurück ins Nest. Genau. Komm mal mit, wir schauen uns so ein Nest an. Au ja! Boah, was für ein Gewusel. Wie viele Ameisen leben denn in einem Nest zusammen? Ja, das ist von Art zu Art verschieden. Bei den Blattschneiderameisen können es zwischen 2 und 3 Millionen sein. Millionen? Das ist ja eine richtige Großstadt. Und wo leben Blattschneiderameisen? In der freien Natur? Blattschneiderameisen, die kommen in Mittelamerika vor, Südamerika, und leben dort in tropischen und subtropischen Gegenden. Blattschneiderameisen mögen es also gerne warm und feucht. Hey, da vorne nicht trödeln! Und hinten nicht so drängeln! Das ist eine ganz typische Ameisenstraße. Da geht's ja fast zu wie in New York oder so. Jedenfalls wie in einer riesengroßen Stadt. Obwohl das chaotisch wirkt, wissen alle Ameisen aber ganz genau, wo es lang geht. Seht ihr? Tatsächlich. Die Ameisen tragen wie verrückt Blätter in ihr Nest. Aber sicher. Warum? Warum essen sie die Blätter nicht sofort, wenn sie saftig sind? Olli, Blattschneiderameisen essen keine Blätter. Nein? Was machen sie dann damit? Sie nutzen die Blätter als Nährboden für einen Pilz, den sie züchten, den sie dann später fressen. Die Blattschneiderameisen bauen Pilze an? Oh, lecker. Welche denn? Champignons? Pfifferlinge? Steinpilze vielleicht? Ich kann keine entdecken. Naja, es handelt sich um eine Art Schimmelpilz. Okay, kenne ich auch. Tüftel lässt nämlich andauernd Brot herumliegen, das dann irgendwann verschimmelt. Naja, das, was aussieht wie so ein Badeschwamm, ist im Grunde genommen ein Pilzgarten von vielen Tunneln durchzogen und wird von den Blattschneiderameisen gehegt und gepflegt. Was gibt's denn da zu hegen und zu pflegen? Naja, schau mal genau hin. Die Ameisen, die im Nest arbeiten, haben ganz viel zu tun. Sie müssen ihren geliebten Schimmelpilz säubern und immer wieder neue Pilzfäden auf frische Pflanzen legen. Nur so wächst der Pilz. Außerdem versorgen die Arbeiterinnen im Nest ihre Kollegen draußen mit leckerer Pilznahrung. Die Ernteameisen sollen ja nicht vom Fleisch fallen.
Habe ich das richtig verstanden? Nicht alle Ameisen machen dasselbe? Genau, bei Blattschneiderameisen kennt man 29 verschiedene Berufe. Ach, deshalb sehen die Ameisen ganz verschieden aus? Gut beobachtet. Naja, meinen Augen entgeht nichts. Nie. Dafür bin ich bekannt. Die Arbeiterinnen sehen unterschiedlich aus, weil sie verschiedene Berufe haben. Eine Ernteameise zum Beispiel hat besonders scharfe Kiefer. Mhm, das ergibt Sinn. Ich meine, mit den Zangen schneidet sie bestimmt die Blattstücke aus dem Laub heraus. Genau, und es geht ruckzuck. Ja, ich sehe es. Nicht übel. Ein Mund wie ein Dosenöffner. Aber den härtesten Job haben bestimmt die Trägerameisen. Wieso? Naja, wer so große Blätter auf einem so kleinen Rücken transportieren muss, der hat doch bestimmt oft Rückenschmerzen. Wer behauptet es denn, dass die Blätter auf dem Rücken tragen? Tun sie das nicht? Das schaue ich mir mal genauer an. Tatsächlich, da Ameisen alle Hände, Beine voll zu tun haben, halten sie die Blätter mit dem Kiefer hoch. Und das ist gar nicht so einfach, wenn die anderen einem andauernd in die Quere kommen. Streiten sich Ameisen eigentlich oft? Wieso sollten die sich streiten? Naja, einer muss doch das Sagen haben. Ich meine, wer bestimmt im Dschungel zum Beispiel, welcher Baum geerntet wird? Auch dafür haben die Ameisen Spezialisten. Das sind die sogenannten Kundschafterameisen. Die suchen die Pflanzen aus? Ja, und wenn sie dann so eine Futterpflanze, also einen Baum oder einen Strauch gefunden haben, dann markieren sie mit ihren Duftstoffen den Weg von der Futterpflanze ins Nest. Und dem Duft folgen dann die anderen. Clever. Da würde ich mich auch nie verlaufen. Ja, das ist am Anfang aber noch ein bisschen schwieriger. Wenn wenige Ameisen unterwegs sind, dann gibt es auch weniger Duftstoffe. Dann kann schon mal sein, dass sie sich verirren. Aber dann haben sie noch die Möglichkeit, miteinander zu reden. Ameisen reden? Wie das? Das machen sie mit den Antennen. Also mit den Antennen können sie nicht nur riechen und schmecken, damit können sie sich auch betrillern und unterhalten sich so. Ameisen berühren sich mit ihren Antennen und geben so bestimmte Zeichen und Hinweise. Wenn eine Ameise sich verlaufen hat, fragt sie nach dem Weg. Hat eine Ameise Hunger, bittet sie ihre Kollegin um Nahrung. Und viele wichtige Informationen können mit den Betrillern weitergegeben werden. Echt vorbildlich, die Ameisen. Jede hilft der anderen, wenn es Probleme gibt. Keine drückt sich vor der Arbeit. Hey, Moment mal. Was sind denn das für faule Säcke? Wieso lassen die sich tragen? So ein Blatt ist doch schon schwer genug. Das sind keine faulen Säcke, das sind Wächterameisen. Die halten auch Feindenausschau und beschützen und bewachen die Transportameisen. Wen haben Ameisen denn zum Feind? Ach, da gibt's viele. Ameisenbären zum Beispiel, bäuerische Insekten, Echsen und Vögel. Also gegen den Ameisenbären haben die Wächter aber doch keine Chance, oder? Das stimmt, aber um Ameisen muss man sich keine Sorgen machen. Das sind wahre Überlebenskünstler. Ja, die sind ja auch perfekt organisiert. Die haben sogar eine Müllabfuhr. Jetzt willst du mich aber wohl auf den Arm nehmen. Nein, das ist ihre Mülldeponie. Komm mal mit, ich zeig dir, was da drin ist. Au ja. Sind wir hinter der Kulisse sozusagen. Das ist der Zugang zu unserer Abfallkammer. Oh. Kann man den Deckel mal runternehmen. Mhm. Ich hole jetzt da gerade mal eine Probe raus von dem Abfall. Und schaue, wo was Interessantes liegt. Na? Oh. Also das ist jetzt ein Teil von dem Abfall. Aha. Man sieht eigentlich nicht allzu viel. Man sieht jetzt erstmal die Arbeiterinnen, die den Abfall nach unten transportiert. Mhm. Und dann das graue, grisselige Zeug, das ist so vertrocknete Pilz eigentlich. Und dann halt tote Ameise. Also so Ameiseleiche, die ja von denen, vom Volk selber nicht verwertet werden irgendwie. Mhm. Die kommen dann schlicht und einfach in den Abfall rein. Sag mal, das ist ja eine ganze Menge Holz. Ja, wenn man sich überlegt, dass ein großes Volk genauso viel Laub täglich frisst wie eine ausgewachsene Kuh. Wie eine Kuh? Ja, wie eine Kuh. Ja, und in der freien Natur graben sie die Kammern alle selber in die Erde? Das machen die komplett selber. Also das fängt eigentlich an mit einer Königin, eine befruchtete Königin. Die fängt dann mit einer kleinen Kammer an, die ist so groß wie ein Tennisball. Und im Laufe der Jahre wird es riesig, bis zu 1000 Kammern dann, wovon ungefähr 400 bewohnt sind von den Ameisen.
Und wenn man sich überlegt, dass so eine Pilzkammer ungefähr fußballgroß ist, dann ist also, kann man sich schon vorstellen, was das für eine Menge ist, die da aus dem Boden geräumt wird. Aber die höhlen ja den ganzen Boden aus. Ja, die graben zwar die Löcher, aber die Löcher, die werden ja wieder gefüllt, zum Beispiel mit Abfall. Oder in den kleineren Kammern sind das ist dann der Pilz drin. Die sind also schon massiv gefüllt. Dazu kommt noch, das ist ein riesiges Röhrensystem, da wird der Boden durchlüftet. Und die Bäume, die mit den Wurzeln bis unten runtergehen, die bekommen durch den Abfall, der wie Kompost wirkt, bekommen die dann Nahrung. Und es kommt dem Regenwald zugute im Endeffekt. Keine Fragen mehr? Nö, du hast mir ganz klasse weitergeholfen. Das muss ich jetzt nur noch in mein grünes Buch schreiben. Na, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Olli. Tschüss, Wolf. Danke für alles. Blattschneiderameisen leben in den Tropen und Subtropen in Mittel- und Südamerika. Unter der Erde bauen sie ihre Nester, in denen Millionen Ameisen zu Hause sind. Blattschneiderameisen transportieren Blätter auf Ameisenstraßen in ihr Nest. Sie tragen die Blätter nicht auf dem Rücken, sondern mit ihrem Kiefer. Blattschneiderameisen fressen die Blätter nicht, sondern bauen darauf einen Schimmelpilz an, von dem sie sich ernähren. Nicht jede Ameise macht dasselbe. Es gibt viele verschiedene Berufe in einem Blattschneider-Ameisenstab. Ernteameisen, Wächterameisen, Kundschafterameisen oder auch Ameisen für die Müllabfuhr. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ameisen können Duftstoffe aussenden und haben einen feinen Geruchssinn. Die Ameisenstraße ist also sowas wie eine Duftspur. So, das war's. Und jetzt ab zu Tüftel. Ich hab einen Löwenhunger. Oh, du hast gekocht? Lecker, was gibt's denn? Oh, Champignons, was für ein Zufall. Blattschneiderameisen essen auch Pilze. Sie züchten sie auf den Blättern, die sie ins Nest tragen. Olli, du musst gar nicht so freundlich tun. Du kriegst heute nichts ab. Ich musste alles alleine machen. Einkaufen, kochen, alles. Tüftel, tut mir leid. Ich bin eben keine Arbeiterameise. Ich bin ein Löwe, der König der Tiere. Ich bin nicht zum Arbeiten geboren. Arbeiten ist gegen meine Natur. Okay. Von mir aus. Also, putz das Geschirr ab, deck den Tisch und halt einfach die Klappe, du Pfeife. Kein Respekt vor dem König der Tiere. Ich frage mich echt, warum ich mit dir zusammen wohne. Ja, die Frage stelle ich mir auch die ganze Zeit. Aha. Und zu welcher Antwort bist du gekommen? Also, ich weiß, warum ich mit dir zusammen wohne. Ja, weil du der allerbeste und tollste Verlierer beim Quizspiel bist. Kindernetz.de